So, ich bin ja mal gespannt, ob das soweit klappt. Ganz leise. Aufstehen, aufstehen! Oh, doch klappt. Sie haben sich gestört gefühlt, verdammt. Stellt euch mal nicht so an, ey. Mann. Na gut, dann warte ich wieder. Wieder. Welcher Idiot ist jetzt schon wieder gestorben? Okay. Ja. Ja, seid ihr jetzt bald mal fertig? Ich bin aus der Waffenstillstandszone geflohen. Angreifer bin ich voraussichtlich auch losgeworden, sonst wären sie ja schon längst hinter mir her. Hätte ich mal nicht gehupt. Verdammt, weißt du? Nur mach! Alter, ich will noch was schaffen! Juhu! Geh mal unter die Brücke. Ui, ist das schön. Ist das schön. Ein bisschen schwimmen. Haben die es jetzt bald mal? Oh Mann. Besser? Jetzt besser? Nee, das gibt's doch gar nicht. Warum? Wenn das so weitergeht, gehe ich gleich ins Dorf und schieße jeden nieder. Und was auch wiederum doof ist, dass ich die Tür stehe. Ja, weg, da komme ich nicht in die Häuser. Oh Mann, was soll das? Ach, ich hasse solche verbackten Spiele. Vor allen Dingen, die einen daran hindern, weiterzukommen. Senkt er die Waffe nicht, er steckt sie ja nicht weg. Okay. Na gut. Seufetz. Jetzt sehe ich wahrscheinlich anhand der rumliegenden Waffen, dass wahrscheinlich wieder der Türsteher gestorben ist. Idiotischerweise. Ja, war klar. Wie geht's, Bruder? Waffe nicht gestattet, ich behalte sie hier. Ja, kannst du auch machen. Ich habe mir nicht die Waffe, die auf dem Boden liegt, genommen und ich habe ihn erwischt. Bevor er von oben wieder runterknallt, was er wahrscheinlich gleich macht. Die schlechteste Idee seit langem. Ich habe die Sache ernsthaft durchdacht, Chris. Es ist zu unserem Besten. Sie sitzen dabei ja ganz vorn, aber ich warne Sie. Denken Sie nicht mal daran, mich auszuschließen. Ich habe zu viel für diese Organisation geleistet. Danke, genau. Im Gegensatz zu mir, der ich jetzt gar nichts gemacht habe. Ich sitze ja nur in der Ecke und verteile... Kommen Sie, mein Freund, es gibt gute Neuigkeiten. Akten. Ja, echt? Gibt es? Alter,
Eine Mauser oder was? Ich hatte Kontakt mit Bantuwe. Wir haben beschlossen, diesen Konflikt zu beenden. Das Volk hat Probleme. Es gibt zu viele Unruhen. Das muss aufhören. Na ja. Hier, bringen Sie das zu Bantuwe. Er ist in der Seko-Brauerei. Sagen Sie ihm, ich akzeptiere seine Bedingungen. Los, nehmen Sie's. Er gibt Ihnen dafür einen Aktenkoffer mit Diamanten. Bringen Sie ihn her. Dann ist klar, dass wir einander vertrauen können. Quatsch, den behalte ich. Bin doch nicht blöd. Halten Sie die Augen offen, die Zeiten ändern sich. Ja, gib her. Bring ihn raus. 40! Na Mensch. Das hört man gerne. Oder liest man gerne. Zack! Sei nicht dumm, ich muss mit dir reden. Vergiss den Plan, er ist schlecht für alle. Besonders für Leute wie mich. Also hör zu, mach den Job so, wie er sagt. Liefer das Zeug, nimm die Diamanten. Aber bring die Diamanten nicht zu ihm zurück. Bring sie stattdessen zum Flugfeld, da warten wir alle. Der Pilot nimmt uns mit, aber nur, wenn wir ihn bezahlen. Wir brauchen die Diamanten. Kann ich zustimmen? Aufpassen, wenn ich die Tür aufmache. Geht wahrscheinlich gleich das Geballer los. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr, ja. Hier rum, komm schon! Wir bewegen uns hier nicht weg, klar? Gute Idee. Bleib mal da. Habe ich jetzt eigentlich auch eine blaue Quest bekommen? Nö. Achso, ja gut. Wahrscheinlich aktiviert sie sich logischerweise erst dann, wenn ich das Zeug habe. Okay, aber erstmal nicht nur in den Unterschlupf, erstmal auch dann wieder in den Waffenladen. So, jetzt hier wieder schnell vorbei. Flasche. Aua. Flasche. So, diesmal mit Bremse. Ich werde verfolgt, okay. Das soll einer verstehen. Erst macht er hier einen auf. Hula. Und dann. Oh, ich bin getroffen. Ich nichts verstehen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Naja. Und dann. Oh, ich bin getroffen. Ja, mal so. So, erstmal Waffen kaufen für 40 Diamanten. Klingt gut. Machen wir. Und ich habe gesehen, stimmt, mir fehlt ja noch hiervon was. So, okay, gucken wir mal. Was können wir denn jetzt mal kaufen? Ja, ne? Naja. Nö, also irgendwie möchte ich doch lieber Ausrüstung verbessern. Oh, okay. Ist nicht viel. Na komm. So. Können wir jetzt von allem zumindest sehr viel Munition mitnehmen. Ich glaube, das war's auch schon, oder? Oder gibt's noch mehr Ausrüstung? Nee, das sind Handbücher. Ausrüstung. Wir haben alle Ausrüstung! Yay! Ja, Handbücher, wie gesagt, da. Vor allen Dingen die Autos. Game over. Ach, Autos. So Quatsch. So. Ich wollte im Schüsspunkt noch ein Häppchen schlafen. Deswegen da übernehme ich das richtige Speichern mal.
Ja, der ist ja. Unterschlupf ist nix. Schwierig. Außer wieder, da ist wieder der Koffer, der irgendwie, an den ich nicht rankomme. War doch, glaube ich, hier. Wow. Er auch. Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Oh! Bin ich doch glatt ein bisschen verrutscht. Hallo und Luja. Das war mir jetzt aber peinlich. War gar nicht gewollt. Okay, gut, jetzt aber gucken wir mal, dass wir noch zum Unterschlupf kommen. Jetzt wird es langsam notwendig. Okay, nee, hier war es anscheinend gut. So, erstmal ein bisschen Muni. Hier. Dann. Dann Rettung. Hey! Na gut, vielleicht kommt sie nach dem Schlafen. So, 3 Uhr morgens. Das ist eine gute Uhrzeit. Glaube ich. Kann ich gleich mal gucken, wie viel Prozent haben wir denn jetzt eigentlich? Lalalala, seit dem letzten Speicherpunkt zumindest. Hallo? 73% hatten wir schon, wow. Nice. Aber wo ist denn die Dame? Okay, die ist nicht durchgestrichen. Also die ist irgendwo. Aber nicht mehr da. Die hat jetzt das Weite gesucht anscheinend. Toll. Ich finde das gut, wenn auf die Gefolgsmänner immer so Verlass ist. Ach, fuck. Ich habe was vergessen. Ich wollte mir noch neue Waffen holen. Sehe ich gerade, wo ich meine Waffe sehe. Muss ich denn dann überhaupt dann später lang? Ach, nach unten. Ach, na, ganz großes Kino. Ja, passt, ich könnte theoretisch zurückfahren und mit dem Bus nach unten fahren. Ja, komm, mach mal. Das ist nicht ganz so schlimm. Ganz kurz Waffen tauschen. Lobby rein! So, super. Gehen wir her. Und das Pfeilgewehr. Das Pfeilgewehr war das ja, ne? Ihn da oben. Gib mir das. Gib mir. Ach, stimmt, ich hab den ja umgetauscht. Ich nehm trotzdem lieber das Pfeilgewehr. Hallo? Nein, sag mal. Ich will doch da oben das. Also. Wie es hier wieder aussieht. Ein paar Waffen fehlen mir noch, ne? Kriegen wir aber hin. Hey. Steck das weg. Okay. Dann erstmal wieder zurück in die Stadt. Dann zum Bus. Und im Bus Richtung Hafen. Also Richtung Marina. Drecksack! Da
hast du jetzt erfunden. Du bist jetzt meine Kühlerfigur. So auf den Sack. Weißt du was? Weißt du was? Da! Jetzt habt ihr einen Grund! Die blöden Säcke hier! Säcke. Also ich bin ja ein friedliebender Mensch, aber so nicht. So nicht. Gab's hier eigentlich irgendwie? Nein, gab's nicht. Der hier war das, glaube ich, ne? Ja. Tschüss. Jetzt haben die einen Grund. Hinter mir her zu sein. Mann. Wenn die zu blöd sind, mal auf dem Fußboden stehen zu bleiben und nicht immer wieder hochzufliegen und dann... Ach, lass mal das. Ja, komm. 73 wäre es gewesen jetzt, okay. Okay, also ich schätze mal... Ja gut, ich weiß nicht, worauf sich diese 73 beziehen. Oh ja, Glückwunsch. Bezieht sich das auch darauf, dass man eben noch nicht alle Diamanten gesammelt hat oder so? Dann werde ich auf jeden Fall nicht die 100% machen. Achso, halt! Du hast Pause. Ja, ich helfe dir. Alter, stirb mal leiser. So, aber... Da ist doch auch noch ein Unterschlupf. Also hier irgendwo. Dachte ich. Wo ist der Weg, der nach oben führt? Ich will doch nur das Auto haben. Ah, da ist das Schild. Ups. Auto war doch immer relativ dicht am Eingang da. Das ist es doch, oder? Also irgendwie... Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Was wollte ich gerade sagen? Nö, das ist es nicht. Toll, muss ich tatsächlich ganz hoch rennen. Ja, aber ich will ein richtiges Auto. Gerade da, wo ich jetzt wahrscheinlich überall durchfahren muss. Es hätte ja auch nicht da unten parken können, weißt du? Nein! Und hier ist noch so viel Weg, wo ich das Auto wieder festsetzen kann. Ich sehe es doch schon kommen. Ich komme an 2 Meter weit, dann bin ich gegen einen Baum gefahren und dann kommt es nicht mehr voran. Hallo? Wo ist denn das Auto? Hä? Ja, das ist eine geile Rampe hier. Das... Och nö, das ist doch nicht euer Ernst. Oh.
aber das ist nicht das tolle Auto. Was ist das hier für eine Aufrüstungsmist? Gesehen davon, dass das Auto nicht hier ist, steht da unten nur ein Lusch-Auto. Oh, ich kann nicht mehr anhalten! Ich kann nicht mehr anhalten! Na komm schon. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass eben durchs Rennen dieses Malaria-Virus irgendwie stärker wirken kann und deswegen es häufiger kommt, oder wenn es nicht häufiger, aber zumindest, dass es dann wieder in kürzeren Abständen kommt. Was ja eigentlich auch häufiger ist. Naja gut, jetzt habe ich zumindest ein bisschen was aufgerüstet. Durch diese olle Karre. Man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Aber nicht, dass wir diese Nasrin wieder gefangen haben. So. Das kenne ich ja noch. Ins Haus rein und einfach warten, bis sie alle einem vor Flinte laufen. Hier hätte ich ja diese Nasrin befreit. Vielleicht steckt sie ja wieder hier. Wer weiß. Warum auch immer. Ja, quatschen die wieder hier? Moment, ist das hier drin? Tatsächlich. Oh. Oh, diese Musik. Lass mich raten. Der Schakal war hier.
Oh, ist das nicht der Reporter? Nee. Ziel aktualisiert. Diamantenkoffer gekrallt. Ups, war ich das? Halt, oder ich schlitze sie auf. Ach, der Schakal. Ach, sie. Zum Waffenruhe absegnen sind sie zu spät. Friedensvertrag, ein Witz, eine Schmierenkomödie. Diese Leute wollen Frieden, sie wollen ihre Ruhe. Die Welt soll woanders hinsehen, damit sie weiterhin vergewaltigen und plündern können. In Frieden, versteht sich. Natürlich. Das wird aufhören. Ich werde sie aufhalten. Die werden mich verfluchen, wenn ihnen das Blut aus dem Hals spritzt. Sie stoppen mich nicht. Glauben Sie, ich kenne sie nicht? Was sie sind und was sie hier tun? Früher war ich wie sie. Die werden glauben, sie hätten das getan. Ein dreckiger Söldner für Geld. Das ist gut, da fängt der Krieg wieder von vorne an. Das Blutvergießen hat erst angefangen. Wir werden diese Männer heilen. Wir werden ihnen die Krankheit einfach rausschneiden. Gute Idee. Was ist das? Diamanten? Ja, meine. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich brauchte gerade Hilfe. Aber es war ja wieder zu spät. Lass mich raten. Rettet mich jetzt Nasrin? Nein. Ich bin in einem... Oh, ja, mir... Mann, siehst du kacke aus. Was habe ich dir über die Warlords gesagt? Sie sind Schlangen. Warum hast du uns die Diamanten nicht wie versprochen gebracht? Der Pilot ist abgehauen. Dann kamen Soldaten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm es war. Wir schieben uns das Attentat in die Schuhe und behaupten, wir seien das Problem dieses Landes. Totaler Blödsinn. Nein, bitte nicht, okay? Ich sag ja nichts. Alter! Hallo? Lass den in Ruhe! Nehmt mich! Jetzt kann ich. Oh, und Tabletten. Warum, was? Der hat meine Tabletten? Ups, war ich das? Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Aber nur mit Nahkampf. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Lädt. Oh, toll. Das sind... Die haben noch nicht mal Klinken. Ollen Waffen. Wie komme ich jetzt hier rein? Hey, hey! Komm hier, der geht! Hey, ist da irgendwo eine Tür? Ah, da. Ich lasse den doch jetzt nicht alleine. Xing bei Ya Hing. Mal, wie er heißt. Alter, geht's los. Ich hab schon die Tickets. Krieg ich eins?
Vergiss es, ich hab Dash. Ach so, wer ist die Kleine? Ich will das Ticket. Ticket, 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 Ticket. Tot? Unglaublich. Ich glaube, ich muss mich nur etwas ausruhen. Du bist in Ordnung. Ich weiß. Kann ich dir irgendwie helfen? Er lädt irgendwas. Dass du mich gefunden hast. Ja, warum nicht? Okay. Ich hau doch nicht einfach ohne dich ab, oder was? Oder wie? Am Leben. Ja, Kameraden. Aus dem Gefängnis fliehen. Frank Bilders? Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, soll ich die anderen auch irgendwie... Wo geht's denn jetzt hier überhaupt hin? Wo bin ich denn jetzt erstmal? Da. Ah, Prism. Vor allen Dingen Prism. Prison. Okay, na gut. Bleib da. Rühr dich nicht vom Fleck. Besser ist das.